Guten Morgen. Familie Müller wird wach. Nee. Hey, komm mal. Also, bis gleich. Ja, Tommy ist wieder da. Hurra. Gut. Also, wie spät ist denn, bitte? Also, wie spät ist jetzt? Jetzt ist Viertel 10. Gleich bin ich im Keller wieder. Mann, war der aufgeregt, ey. Ich sag, Mann, ey, bleib doch mal ruhig. Egal, überhaupt nicht. Das war mir überhaupt nicht. Ich hab mir das alles durchgelesen. Ja, alles. Und das ist ja ganz simpel auch. Ist ja auch erklärbar. Wenn ich da mit dem kaputten Schein hingehe zur Bundesbank, dann tausche ich mir den auch um. Wo haben sie den denn her? Und fragt kein Mensch. Das interessiert keiner so. Na? Marlies, du hast einen Anruf bekommen gehabt, ja? Na, jemand hat dich angerufen von eBay hier wegen dem Wecker. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Wollte ich was? Ich muss gleich in den Laden. Ich muss jetzt in den Laden. Oh Gott, ist ja schon nach. Mann. Hä? Hä? Och, ich hab keine Zeit, Wolfgang. Ja, gestern Abend im Rede sagt beim Fernseher Knack. Ja. Guck ich hier, um 3 Stunden hinter ging das doch. War ein bisschen neu, naja. Ja. Aber immer guck ich hier raus, wie immer hier, das ist so blau da drin, das ist so blau, da macht das kein Signal. Ja, ich melde mich heute Abend nochmal bei dir. Ja. Wenn man sein sollte. Ja. Ich krieg jetzt wieder mal Besuch. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich den da hier wieder hinkriege. Ich kann mir auch denken, was das sein kann. Was er aussieht, das ist von da drüben, die haben da so einen Bewegungsmelder. Das sind doch die, das sind doch die selber aufgestellt, der ausgerichtet wird früher. Nee. Weißt du, was ich sein kann? Ich weiß es auch nicht. Na, gucken wir mal nach. Ich muss mal aufmachen. Mach jetzt mal rein. Ich muss mal. Ah, weil schon das Fernseher, Fernseher. Katastrophe. Gut, der Tag beginnt. Alles in Zeitraffer ab jetzt. Thank you.
wollte ja nicht, kenne ich auch nicht. Man muss es selber machen. Fliesenschneider und ein Stück Glas ist. Also so ein Bilderrahmenglas. Ja, ja, ja. Kosten ja, irgendwie. Ja, jetzt ein paar Schnitte geht. Das wäre schwierig. Das musst du erhitzen und dann musst du das wölben. Ja, dann musst du überblasen hier. Also kannst du maximal dann vielleicht noch, indem man eine Flasche schneidet oder so, könnte man das machen. Dass man stimmt, dass man versucht. Aber genau, oh Gott, da musst du ja 10 Flaschen zerschneiden, damit du einen mit dem Schnitt hast. Eine gute Ausrede. Ja, genau. Aber selber kleine, da kannst du das harte Zeug. Alles klar, ich danke dir. Ja, dann viel Freude. Danke. Echt mal, ciao, ciao. Gut, liebe Leute, das war's aus dem Laden heute. Heute war nicht so doll wie gestern, aber egal, wir warten ab, es wird schon kommen. Irgendwann haben wir auch ein paar Kisten mit Trödel verkauft. Am Ende werden auf alle Fälle ein paar Kisten Trödel weniger da sein. Das ist schon mal viel wert und ein bisschen Bargeld in der Tasche. Das ist auch in Ordnung. So kann meine Frau immer schön einkaufen gehen, das, was sie am liebsten macht. Und wir haben was zum Essen auf dem Tisch. Mehr muss es nicht sein, mehr muss es jetzt nicht bringen in dieser Zeit. Ja. Das ist jetzt so mein Ansporn, den ich jetzt daran habe. Und der Rest geht ins Auktionshaus, denn den wird eingefangen. Also der wird Haushaltsregal voll, zack, fertig, weg. Interessiert mich ja nicht. Irgendwie so machen wir das. Schauen wir mal. Jetzt ich nach oben zu meinen Kindern. Frohes neue Jahre. Ja, dir auch. Wie geht's? Geht, geht. Ja, das ist okay. Alles super. Ja, ich hab Feierabend jetzt, ich geh jetzt nach oben. Ja, okay, cool, cool. Das ist wirklich. Wie spät ist das? 18.20 Uhr. Eigentlich wollte ich nur bis 15 Uhr hier sein, jetzt bin ich bis 18 Uhr geblieben. Heute. Ja. Weil ich hab nur Trödel, weißt du? Nur Trödel, 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 Trödel. So, noch den. Klack! Okay, cool. Da ist aus, da ist aus. Ich geh nach Hause. Tada!